Und hier haben wir jetzt Schalter. Kann ich aktivieren und dann kann ich gucken. Da ist ein Gegner. Töten wir den jedoch mal. So, das machen wir wieder zu. Denn gucken wir es mal hier. Machen wir das mal auf. Gucken wir, da ist nur ein Pokal. Und da ist ein Gegner. Okay. Ups, stirb, 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 stirb. So. Gut. Dann haben wir den Pokal jetzt auch. Noch 6 Herzen. So, was ist denn hier? Da ist ein Gegner. Greifen wir den mal an. Stirb, 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 stirb. 3 Lebenspunkte noch. So. Jetzt benutze ich meinen Heiltrank, um mich wieder auf 11 zu pushen. Weil ich möchte nicht sterben, Hilfe. Du möchtest sterben. Komm schon. Stirb. So, 8 Lebenspunkte noch. Ein Pokal wieder mehr. Und wir haben das gefunden, weswegen wir gekommen sind. Wir haben die Schwimmflossen gefunden. Und mit denen können wir jetzt, wer hätte das gedacht, im Wasser schwimmen. Nicht schlecht, oder? Also die Items hier erinnern mich so ein bisschen an The Legend of Zelda. Also einmal hier den Power Glove, womit jetzt wahrscheinlich nicht Nintendos Eingabegerät für das Nintendo Entertainment System gemeint ist, was ziemlich schlecht war. Sondern es ist eher wahrscheinlich eine Hommage an das Kraftarmband und den Krafthandschuh aus der The Legend of Zelda-Reihe. Weil damit konnte man ja Steine hochheben. Noch einen Heiltrank, okay, nimmt sich noch ein, um mich wieder auf 13 hochzubringen. Also 7 Halte, okay. Und ja, da konnte man halt Steine mit hochheben, sie nicht wegschieben. Und die Schwimmflossen gab es auch. Damit konnte man auch schwimmen. So, komm her. Stopp, 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 stopp. Okay, gut, wir sind gut dabei. Ich rüste schon mal die Flossen auf. Aus und, oh Gott, da sieht man schon, das ist der Angriff vom Boss hier. Der ist nicht so nett. Ohne, also mit Pistole ist der gut zu machen. Ich muss einfach ein bisschen draufballern. Der ist jetzt auch nicht so schwer zu treffen. Aber einmal treffen lassen, das ist sehr gut. Also ich habe schon schlechter bei diesem Boss gemacht. Und ich bin einmal auch bei diesem Boss gestorben, weil ich leider keine Munition mehr hatte und dann ihn mit der Faust angreifen musste, beziehungsweise mit dem Power Glove. Und ihr könnt euch schon denken, im Nahkampf ist dieser Gegner überhaupt nicht schön, weil er einfach diesen blöden Angriff hat, den man nicht richtig ausweichen kann. Deswegen bin ich doch froh, dass ich das jetzt so gut geschafft habe. Wir haben 3 Schlüssel, Leute. 3! Und 2 Heiltränke. Einen trinke ich mal noch. 18 Leben, okay. Ich glaube, so gut war ich jetzt noch nie hier gerüstet. Es geht auf. Moment, nein, es fehlt noch was. Fällt mir gerade auf. Denn hier geht es noch lang. Und hier ist noch ein Pokal versteckt. 10 von 12 haben wir jetzt. Die anderen beiden werden wir auch noch finden. Dann gehen wir mal hier rüber auf diese kleine Insel. Und da ist die nächste Gegner. Also ein Geist. Nein! Lass mich in Ruhe. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Wir müssen versuchen. Wo ist er denn hin? Wir können ihn nicht schädigen. Das heißt, oh, er kann uns schädigen. Wir müssen einfach. Hilfe! Warum geht denn das jetzt nicht? Komm. Lass mich doch in Ruhe. Da, komm schon. Wir müssen versuchen, ihn in den Stein reinzulocken. Ich weiß nicht, warum das gerade nicht funktioniert. So, jetzt hat es funktioniert. Ich habe zu viel Schaden genommen. Okay, gehen wir hier runter. Ja. Also, hier sind noch mehr Geister. Komm her, komm her, komm her. Und die müssen wir alle versuchen, in die blöden Steine reinzukriegen, wenn es denn mal funktionieren würde. Also, die Geister sind da sehr eigen. Wo ist denn da jetzt hin? Hier ist er. Oh, komm schon. Aua. Nein, ich wollte nicht raus. Ich sehe schon vor mir, dass ich jetzt hier wieder sämtliche Lebensenergie verliere, weil die Geister eigentlich einfach nicht in die Steine rein wollen. Aber wir müssen die Steine wegmachen. Einmal, um die Geister loszuwerden und zum anderen, um die Steine, um die Schalter zu drücken. Und ja, das ist schon eine ziemlich blöde Aufgabe. So, da sind 2 mehr. Ich versuche mir erstmal einen anzulocken. Wunderbar, hat funktioniert. Komm mit. Kommst du mit? Dann stellen wir uns hier neben. Hey, die kreisen nur um mich, uns rum. Ey, wie doof ist das denn? Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Okay, cool. Ja, komm her. Das heißt, wir können nur in die Reihen laufen, anscheinend. Dann, wo bist denn du? Geist. Geist? Hallo, oh, da bist du. Dann gehen wir mal hier neben noch. Ja, komm mit. Die sind leider nicht so schnell wie wir. Stellen uns hier neben und er hat uns noch getroffen. Na gut, was soll's. Drück mir den Schalter. Ich trinke den Heiltrank. Wir sind wieder auf 20 Leben. Ah, oh, ich hoffe, ich schaffe das jetzt.
die Steine hier durch. Ich sag, wir drücken den Stein da durch. Hallo? So, jetzt aber. Denn das ist noch ein Loch. Und hier ist noch ein Pokal versteckt. Da auch. Damit hätten wir sämtliche Pokale. Hier ist noch so ein Stein, wo wir den Geist hinlocken müssen. Und oh, ich halte mir tief durch. Ich mache die Tür auf. Jede Menge Geister. Leider sind das nicht die Geister, die wir brauchen. Das hier ist nur ein Labyrinth. Und ich weiß mittlerweile, weil ich das hier schon so oft gemacht habe, wo ich lang muss. Leider. Und ich habe gerade Herzklopfen, weil dieser Boss mich einfach so oft schon besiegt hat. Weil er nervig ist. Moment, ich muss mal gucken. Also, rechts, links. Das war schon falsch. Moment, ich muss mir das wirklich einprägen, damit ich das hinbekomme. So, rechts, links, links, durch, links. Okay, hier weiß ich den Weg. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ich habe das noch nie geschafft. Das ist doch furchtbar. Dieser Gegner ist einfach blöd. Und ich habe keine Heiltränke mehr. Ich muss das jetzt schaffen. So. Also. Da ist er. Komm mit uns mit. Und er kann schießen, wie ihr sehen könnt. Was natürlich für uns überhaupt nicht gut ist. Und er geht vor uns, was auch nicht schön ist. Weil wir Schaden dadurch nehmen, dass wir in ihn reinlaufen. Ich habe schon nur noch 15. Und... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wo muss ich lang? Hier muss ich... Nein. Oh Gott, komm, 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 komm. Wo ist der Geist? Nein. Ja, komm mit. Kommst du mit? Kommst du mit? Kommst du hier rein? Geh in den Stein rein. Ja, 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 Leute, Leute, ich freue mich so. Ich habe es noch nie bis hierhin geschafft. Wir haben alle 4 Schlüssel. Uns fehlen komischerweise noch 2 Items. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Ich gehe nochmal zurück. Und guck mir an, was da hinten war, wo der Geist war. Ich hoffe, da kommt nicht noch ein Geist. Also wenn, dann ärgere ich mich richtig. Oh, Leute, ich hab's geschafft. Ich bin gerade ziemlich erleichtert. Also ich habe das Labyrinth mit den Geistern komplett schon untersucht. Da war nichts mehr anderes. Okay, hier sind Geister, hier sind Geister. Das sind auch Geister. Okay, dann war hier wirklich nur der grüne Bossgeist. Oh, jetzt bin ich zufrieden mit mir. Ich habe es geschafft. Wunderbar, wunderbar. Ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt auch funktioniert. Also wenn ich jetzt gleich das Spiel geschafft habe und dann die Aufnahme nicht recht funktioniert hat, ich glaube, dann raste ich aus. Nein. Verdammt, jetzt finde ich den Weg zurück nicht mehr. So, links und dann hier. Nein, hä? Verändern die ihre Position? Nee. So, hier lang und hier links und nochmal links und links und links und links, bis wir nicht mehr links können. Nein, noch weiter links. Hä? Ach so, okay. Gut, wir haben den Tempel geschafft. Wir haben 4 Schlüssel. Wir haben alle 12 Pokale. Oh, ich brauche Flippers. Okay. Und... Was ist hier? Ja! Ja! Wir haben gewonnen. 17 Minuten, 37 Sekunden. Alle Trinkets. Continue. Okay. Ja, ich hoffe, dieses kleine Zwischenprojekt hat euch Spaß gemacht beim Zusehen. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool. Also dafür, dass das nur in 48 Stunden entstanden ist, ist das schon ein ziemlich geiles Spiel, weil das Gameplay ist einfach perfekt. Also, naja, was heißt perfekt? Es ist super. Es fühlt sich nicht irgendwie unfertig an. Und es macht Spaß. Auch wenn jetzt der Geist nicht so gut war. Aber ja, das war's jetzt mit meinem Zwischenprojekt von Prelude of the Chambered. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.